Es ist endlich wieder diese Zeit im Jahr, die Zeit, in der hier in Breitenbach am Herzberg alles im Zeichen von Friede, Liebe und Freiheit steht. Doch damit man so ein richtig geiles Festivalwochenende haben kann, muss man bestimmt einiges vorbereiten. Ich habe nicht so richtig Ahnung, was man dafür braucht. Deswegen werden wir jetzt mal die Hippies fragen. 4 Tage, 70 Bands und drumherum eine riesige Auswahl an Workshops, Händlern, Essen und Trinken. Die Veranstalter des Herzberg-Festivals haben auch in diesem Jahr wieder alles aufgefahren, was sich das Festivalbesucherherz nur wünschen kann. Kurz vor der offiziellen Eröffnung am Donnerstagmittag werden überall auf dem Gelände noch die letzten Handgriffe erledigt. Und dann heißt es, ab nach draußen und gute Laune. Mehrere tausend Besucher werden bereits zum Auftakt erwartet. Wir wollen wissen, was darf für Sie an diesem Wochenende abseits der Bühnen nicht fehlen? Eigentlich wie auch sonst, wenn man campen geht, ein Zelt, ein Gaskocher, was zu essen und das reicht dann auch. Und gute Laune. Grundsätzlich bin ich Camperin, also von daher bin ich per se irgendwie gut vorbereitet. Und dann einfach überlegen, worauf habe ich Lust und dann alles mitnehmen. Und man nimmt sich Regensachen und Gummistiefel mit, was Warmes zum Anziehen und genug Wasser. Alles, was einem Spaß macht, was man gerne tragen möchte, anziehen möchte, vielleicht ein Guarana-Wein. Doch auf eines kann man sich nur zum Teil vorbereiten, das Wetter. Und das gibt sich bereits einige Tage vor dem Start des Herzberg-Festivals nicht gerade sommerlich. Zum Glück tragen die Besucher hier besonders viel Sonne im Herzen. Regen macht euch nichts aus? Nein. Nee, als ich damals durch den Regen mit dem Fahrrad gefahren bin und auch gelaufen, habe ich mir dann irgendwann gedacht, so, warum stört mich das eigentlich? Und finde ich dann nicht mehr so schlimm, weil warum sollte man sich vom Regen den Tag so kaputt machen lassen? Dieser ganze bunte Mix aus Menschen und Gerüchen, Düften, Stimmungen und die meisten sind gut drauf, also eigentlich alle sind gut drauf und wenn man die anlächelt, lächeln sie zurück. Aber bei gutem Wetter kann ja jeder, so von dem her. Also ich glaube, unsere Stimmung drückt es nicht allzu sehr, würde ich sagen. Nee. Also bei uns ist die Stimmung super. Ja, macht das nichts aus? Und für die Blumen ist es total schön. Falls es dann aber doch zu nass werden sollte, arbeiten Elmar Feuerstein und seine Kollegen aus dem Organisationsteam bereits an Lösungen. Also es ist nicht wirklich neue Situation, wobei man sagen muss, so schlimm wie 2017 wird es, denke ich, auf keinen Fall. Da hat es Wochen vorher schon geregnet und das Gelände war im Vorfeld schon eigentlich eine Katastrophe. Was das betrifft, ist jetzt alles safe und es ist im Prinzip die Oberfläche, die uns jetzt halt so ein Stück zu kämpfen macht. Muss man sehen, wie sich es in den nächsten Tagen einfach weiterentwickelt. Die Stimmung des Herzberg-Festivals 2023, das im Übrigen unter dem Motto We Love Herzberg steht, entwickelt sich jedenfalls schon direkt beim Auftakt hervorragend. Man muss schon zugeben, die Herzberger Hippies, die sind ein verdammt kluges Völkchen. Die haben sich auf so ziemlich alles vorbereitet, was bei so einem Festivalwochenende passieren kann. Und selbst das, den Regen, worauf man sich nicht so gut vorbereiten kann, den gleichen sie mit Sonne im Herzen und verdammt guter Laune aus. Und sie sind natürlich so lange wie möglich im Trockenen geblieben, damit sie jetzt so richtig abfeiern können. Osthessen News. Sehen, was bewegt.